Rolf Hilbaber, jetzt stehen wir hier im Wald raus, kurz vor Weihnachten 2017. 3-4 Grad, es regnet, aber wir sind ja harte Burschen. He? Wir sind es hier draußen. Zuerst ist aber die Frage nicht zum Wildhüter, sondern zuerst mal die Frage zu dir. Was bist denn du vorher gewesen? Woher kommst du? Hast du Forstwirtschaft studiert oder was hast du genau gemacht? Also ich habe zuerst eine Lehre gemacht auf dem Bau und nachher die Grenzwachschule. Ich war dann 15 Jahre über Grenzwacht, habe mich während der 7 Zeit auch weitergebildet im Gebirge, habe militärische Bergführerausbildung zum Beispiel gemacht, habe auch 2 Jagdprüfungen gemacht, gehe schon seit 28 Jahren selber auf die Jagd und habe mich auch im Naturschutz weitergebildet. Ich bin auch in Weiterbildungskurs natürlich gegangen, was jetzt Rapportwesen und derige Sachen anbelangt. Und habe mich dann im 2005, also vor 12, 13 Jahren, beworben als Wildhüter im St. Galler Oberland für die Südtäler vom Kanton und bin dann seit dem 2005 im August Wildhüter. Ein super Job für dich, gell? Du bist ein Naturbursch am Flumserberg daheim, also der passt dir, der Job, he? Ja, das ist klar. Es ist ein Traumjob für mich, auch heute noch, wenn ich schon so lange dabei bin. Ich habe das Hobby eigentlich zum Beruf machen. Auch dieser Job hat natürlich negative Seiten, aber über das Ganze gesehen ist es ein sehr erfüllender, ausgeglichener und ein schöner Beruf. Jetzt bist du Wildhüter. Ich habe mich immer gefragt, was ist ein Wildhüter? Ist das ein Jäger, der den Viecher eben anschleicht, um es jetzt mal salopp zu sagen? Oder ist das einer, der auf der Seite der Tiere steht oder eher auf der anderen Seite? Auf welcher Seite stehst du jetzt als Wildhüter? Also in einem Satz gesagt, ist der Wildhüter Lebensraumpolizist und Anwalt der Tiere. Ziemlich gefasst, ganz kurz und einfach. Das heisst aber, ich bin zuständig für die Lebensräume des Wild, dass die nicht kaputt gehen oder dass man es zum Beispiel verbessern kann. Und muss aber auch schauen, der, eben Anwalt der Tiere, dass die Jagdgesetze, Tierschutzgesetze, die wir haben in der Schweiz oder im Kanton St. Gallen, eingehalten würden. Oder wenn es halt einmal eben nicht eingehalten würden, dass man den Menschen dann halt auch zurechtweisen muss, kann dann aber auch weitergehen bis zum Vollzug, wo man gerade jetzt an einem Gebiet stehen, wo man im Winter zum Beispiel Wildruhezonenkontrollen macht, um zu schauen, ob da niemand die Tiere herumjagt. Darf man das Gebiet zeigen, wo zum Beispiel eben in der Nacht dann gegen 100 Tiere jeden Abend gesehen werden? Oder ist das etwas Geheimes? Das ist gar nichts Geheimes. Das heisst, das ist offiziell. Die Wildruhezonen, die sind offiziell bewilligt. Aber die, wenn man jetzt herkommt, die ahnen wir ab, dann sieht man da wirklich einen Haufen Tiere. Ja, die gehen in der Nacht raus aus diesen Tageseinständen und wandern hier ins Rheintal raus, also auf die Grünflächen raus, auf der Talsohle und nehmen dort eine Nässe auf. Und die Leute, die drumherum leben, die kennen die Hirsche natürlich, die laufen an ihren Häusern vorbei bis zu der Autobahn raus. Und das ist offiziell bekannt. Wichtig ist hier zum Beispiel, dass man die Tiere in der Nacht in Ruhe lässt, dass man es nicht stört, dass sie wenigstens in Ruhe können ihre Nahrung aufnehmen, weil das ist für sie lebensnotwendig, dass sie keine Störungen haben. Durch das eine kleinere Fettverbrennung. Aber weiss man die Gebiete, wo die Tiere rauskommen oder wo sie sich bewegen in der Nacht. Also beobachten darf ich. Aber futtern natürlich nicht, oder? Futtern dürfen wir es nicht, weil das ist schädlich für die Tiere. Man gibt sowieso das falsche Futter und der Körper dieser Tiere, der muss runterfahren. Das heisst, im Winter fressen sie nur eiweißarme Nahrung, der Körper fährt runter und wenn da irgendwie künstlich gefuttert wird, käme der ganze Kreislauf käme wieder in Gang, täte der Körper vom Tier rauffahren, mehr Fettverbrennung, obwohl das nicht nötig ist und nicht gesund ist für das Tier. Wenn es übertrieben wird, zum Beispiel mit einer Falschfütterung, ist es sogar tödlich für das Rotwild. Also, wir haben früher, in den letzten Jahren nicht mehr, aber früher sogar so Fälle gehabt, wo dann Tiere durch die Falschfütterungen eingegangen sind, weil sie halt einfach auch verschimmeltes Futter bekommen haben oder nur die einen Futter
hat alle angezogen, die anderen haben den Körper umgestellt, haben aber nicht können am Futter stellen, weil die stärkeren und grösseren Tiere die Futterstellen wie überwacht haben und die schwächeren Tiere gerne nicht herlassen. Zum Teil haben sie gerne Plastik verwischt, gell? Ja, das ist auch passiert. Ich hatte Fälle, wo es an Siloballen her sind von Bauern und auch der Silo gefressen mit Sanden, Plastik, die drumherum sind, und der Plastik hat in Klümpen im Bauch hinein und die Tiere sind an dem eingegangen. Das hat Verstopfungen gegeben. Da hat man nachher nur noch Fallwildzimmer lesen, über 20 Stück an einem Ort. Und alle hatten Plastikklümpen im Bauch gehabt. Das war dann halt die negative Seite von diesen Fütterungen. Zum Beispiel oberhalb vom Stausee, gell, St. Martin, ist das einmal passiert, oder? Hinter dem Stausee, genau. im St. Martin selber ist das auch mal passiert. Dort sind einmal 3-4 Siloballen dort geblieben über den Winter. Die Hirsche haben die aufgerupft, haben die gefressen mit Haut und Haar, kann man sagen, mit dem Plastik. Und am Schluss sind zum Beispiel in dem Gebiet sind dann 16 Stück Rotwild um das Dörfli St. Martin herum eingegangen. Und alle hatten Plastik in Knöll in den Bauch gehabt und sind wegen dem eingegangen, nicht weil sie verhungert sind. Das Gebiet St. Martin hat ja immer auch wieder mal zu reden gegeben. Oder? Früher sind sie dort am Bach entlang gelaufen, dann ist natürlich der Stausee gekommen, jetzt können sie dort natürlich nicht mehr durch, jetzt mit oben durch. Und dann heisst es mal bei strengen Winter, der Wildwechsel ist unmachbar. Wie siehst du das, wenn sie oben durch müssen? Dann? Das Rotwild hat sich anpassen. In den 70er Jahren ist die Staumauer und hat dort den Wildwechsel zugetan. Das Rotwild hat sich massiv anpassen und hat jetzt eine Eigenart gebildet, dass etwa die Hälfte gut vom Rotwild im Herbst, also das heisst im November bis im Januar, auswandert aus dem Tal. Die haben eigene Wechsel gefunden, oben über Panären, Bärenköpfe. Das sind so spezielle Wildwechsel, schwierige Wechsel. Ganz saumässig schräg, also wenn wir das anschauen, das ist zu Fuß, so für uns. Das ist, genau, ja. Also sehr steil. Und wenn es friset, sehr rutschig. Gibt so, ich sage alle zwei Jahre mal auch einen Absturz um so einen Wildwechsel bei einer Wanderung, wo ein Hirschtötchen verunglückt, wo man dann auch unten Zimmer lesen kann. Aber es hat sich auch ein anderes Ding gebildet, das heisst etwa knapp die Hälfte vom Rotwild, wo im Sommer in dem Tal lebt, bleibt jetzt im Tal. Das war früher nicht der Fall gewesen. Und überwintert in der Wildruhezone und im Jagdbanngebiet Graue Hörner auf der Waldgrenze, also im oberen Bereich, wo es auch ablosene Hänge hat, wo sie auch überleben können, ohne Fütterung, ohne Probleme. Wichtig ist auch dort keine Störung. Also dass absolut nie jemand die Tiere rumjagt, dann könnte auch ohne Nahrung auf 2000 Meter hier oben das Rotwild überleben. Das beweist es dort im Tal, dass das funktioniert. Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Früher habe ich immer gemeint, hat man doch mal wirklich Futterkrippen aufgestellt und hat gefuttert. Das hat sich geändert, gell? Irgendwie. Ja, das ist im ganzen Kanton St. Gallen. Im 2005 hat man mit diesen Fütterungen aufgehört. Also man hat die verboten, weil halt auch Missbrauch betrieben worden ist, manchmal falsch gefuttert worden ist und manchmal auch zu wenig gefuttert. Also das heisst, wenn man futtert, dann muss man für alle futtern. Man müsste schon im November, Mitte November anfangen und also es für alle langt riesige Mengen. Und da hat man gemerkt, dass das nicht funktioniert, das wird nicht so gemacht. Und da hat man aufgehört, hat dann mal ein Jahr, zwei Fallwildzahlen gegeben, bis sich das Wild daran gewöhnt hat, dass es nichts mehr gibt. Haben die Wintereinstände haben sie auch verschoben durch das. Aber heute ist das kein Problem. Das Rotwild ist angepasst. Wir haben den gleichen Bestand wie damals, ohne dass ein Kilogramm Futter ausgelegt wird. Das funktioniert ohne Problem. Die Hirsche haben sich sofort können anpassen an das. Jetzt sieht man immer wieder von Waldschäden. Ich habe so ein bisschen umgeschaut, während du geredet hast. Ich habe da keine Waldschäden gesehen, obwohl es ja gerade hier auch sehr viele Tiere gibt. Also, ja, wie verhält sich das mit den Waldschäden und welche Massnahmen schaltet man da ein? Also in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, hier, stund jetzt über mir oben im Winter im Tageseinstand etwa um die 140, 150 Stück Rotwild.
Und da ist wichtig, dass die eben auch Ruhe haben. Und die fressen eigentlich am Tag durch fast nichts. Die stehen da ein und in dem Wald und gehen in der Nacht, sobald es dunkel wird, auf die Grünflächen raus, also auf die Graswiesen. Es hat Rapsfelder, es hat noch Ächer, wo sie vielleicht noch ein paar Röbli finden oder auch Köhl oder Salopfelder, wo sie auch noch einmal Reste finden. Und die können von dem leben. Und interessanterweise habe ich in diesem Gebiet, hier, obwohl so viel Rotwild einsteht, keine Schölschäden. Also sie tun auch den Tag in diesem Gebiet mit der hohen Präsenz, die sie haben, tun sie keine Rinde schölen oder so. Aber allgemein, was Wildschäden anbelangt, ist klar, das Rotwild im Sommer, Herbst, Winter frisst natürlich auch zum Beispiel Triebli, sei das von der Ahorn oder der Knospe, sei es von der Weisstanne, die Seite- oder Gipfeltriebli und schädigt so Bäume, wenn es zu viel passiert. Und kann sein, dass sogar ein Baum, wenn er immer wieder gefressen wird, dass er eingeht dran. Und dass das im normalen Verhältnis stattfindet, also man muss das gewisse Wild akzeptieren, das ist auch im Bundesgesetz, im Zweckartikel ganz klar drin, die gewisse Grösse muss eine Wildpopulation auch haben, dass sie gesund ist, aber dass die nicht zu gross wird, dass die Wildschäden nicht zu gross würden oder der Verbissdruck nicht zu hoch wird, muss man auch die gewisse Regulation machen. Das heisst, nachhaltig bejagen, rausschiessen, dass die Bestände nicht grösser würden. Da ist auch dem Wildhüter sein Job, dass er da muss mit dem Jäger zusammen, mit dem Förster zusammen, das Ganze anschauen, dort wo man wirklich ein Problem hat, mehr eingreifen und den Wildbestand auch wieder einmal verkleinern oder wo es Verschiebungen gibt, reagieren und noch in dem Bestand, wo es Verschiebungen gibt, wo es vielleicht größere Ansammlungen hat, auch wieder mehr eingreifen, als einem das nicht aus dem Lot rausläuft und zumal zu grosse Schäden gibt in den Wäldern. Du bist so ein cooler Typ, gell, der so etwas vermitteln kann. Das ist auch noch ein bisschen Begabung, gell, dass man mit diesen verschiedenen Fronten umgehen kann. Ja. Ja, machen wir uns einfach den Eindruck, oder? Es ist eine Begabung. Man hat einfach mit diesen verschiedenen Personen, sage ich jetzt, zu tun. Das fällt an. Was nervst du dich nie? Oder hast du schlaflos und denkst, dass hey, das kann ich doch gar nicht regeln. Du hast schon mit so vielen verschiedenen Ansprüchen zu tun. Ja, ich habe auch schon gedacht, wie machst du das? Aber ich bin immer dadurch gekommen, das fällt an mit dem einfachen, ich sage jetzt Waldbesitzer oder vielleicht mit einem Bauer, der ein Problem hat mit seinem Macher und geht dann auf bis zur Politik. Ich habe sogar einmal auf Bern müssen, bis zur Bundesrätin wegen der ganzen Wolfsthematik. Und ja, ich habe immer gesagt, ja, redest du so, wie das Maul gewachsen ist. Und ich bin immer gut dadurch gekommen. Ich habe immer Lösungen gefunden mit den Leuten. Es ist klar, es gibt Sachen, wo man nicht einig ist, wo der andere eine andere Meinung hat, aber man hat das immer im Anstand können bereden und ist natürlich auch noch immer dran, um Lösungen zu finden. Es ist nicht alles geklärt, auch in meinem Beruf nicht. Wir haben jetzt Regen, gell? Es ist etwa 3-4 Grad. Wird es jetzt für dich auch schwieriger, wenn es kälter wird, oder ist das Gleiche? Also mir persönlich würde es nicht schwieriger, ich habe das gerne. Ja, genau. Ich habe das aber gerne. Ich meine jetzt, aber du musst rumlaufen, oder? Du bist unten unterwegs. Ja, das ist für mich kein Problem. Aha. Es gibt nur schlechte Kleider, nicht schlechtes Wetter für einen Wildhüter. Und das heisst, wenn man sich richtig anlegt, im Winter halt auch einmal vielleicht mit den Schneeschuhen, wenn ich irgendwo in ein Gebiet muss, oder mit den Ski sogar jetzt in meinem Gebiet. Und dann kann man sich vorwärts bewegen. Fit bleibt man, ich brauche kein Fitnesscenter wie andere, wenn es vier oben haben, aber das habe ich dann den Tag schon gemacht. Aber schlechtes Wetter ist für mich kein Hindernis, das ist kein Problem. Du, zweitletzte Frage persönlich. Ich bin jetzt Krebs daheim, in einem schönen Gebiet, Studenstrasse Richtung Stuttnerberg. Also, jetzt vor 3-4 Jahren sind da ständig und immer ein Haufen Hirsch und Reh um mein Haus herumgegangen. Und das Jahr und das letzte Jahr war fast tote Hose gewesen. Was ist da los? Ja, wir können fast sagen, sind alle ins Oberland ausgewandert. Aha. Nein, so ist es nicht. Es hat natürlich immer noch genau etwa der gleiche Wildbestand im Werdenberg. Vielleicht im Rotwild hat man vielleicht ein bisschen reduzieren können. Aber dort tun sich anpassen. Das heisst,
wenn sie einmal ein Jahr merken, jetzt ist dort eine gute grüne Essig, dann tun sie sich sofort anpassen. Ich rede jetzt vor allem vom Rotwild, wo man ja da bekannterweise in Grabs, Gams, den Tag durch sogar auf diesen Feldern gesehen hat und jetzt nicht. Eins ist sicher, der Hunger ist noch zu wenig gross, dass ich vielleicht noch nicht rausgehe. Und das Zweite ist, vielleicht haben sie irgendwo an einem anderen Ort auch gute Essig gefunden, dass sie gar nicht raus müssen. Und das wird sich dann weisen im Januar, Februar, wenn vielleicht der Hunger ein bisschen grösser wird, die Fettreserven schon ein bisschen angebraucht sind bei diesen Tieren, ob sie weiterhin nicht rausgehen. Die letzten zwei Winter mussten sicher nicht raus, weil es einfach sehr, sehr milde Winter waren. Der heurige Winter hat viel früher angefangen. Heuer könnte es wieder so weit kommen, dass sie vielleicht rausgehen. Aber das würden wir erst sehen in nächster Zeit. Du, was ist so dein grösster Wunsch? Ein Endjahr kann man immer etwas wünschen. Und im neuen Jahr machen wir ein neues Interview, wenn dann hoffentlich die Viecher bei mir auch wieder können. Das war interessant. Ich habe übrigens auch festgestellt, bei mir haben die Bäume nie abgefressen. Sie haben immer unten durchgescharrt und haben Gras gegessen. Also es ist perfekt gegangen. Ich habe mal eine Freude gehabt. Also, was ist so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass Menschen in unserer Gegend ein bisschen mehr Verständnis zeigen für die Wildtiere, als die auch ihre Berechtigung haben. Es gibt Leute, für die ist gleich was für wild. Das fällt an beim Steinmarder, der einem ins Auto reingeht, auf bis zum Wolf oder bis zum Hirsch. Dass der Mensch ein bisschen mehr Verständnis zeigt, dass auch das Wildtier Berechtigung hat, um in unserem Kulturland, auch wenn es bevölkert ist, zu leben. Und dass man auf das ein bisschen Rücksicht nimmt und nicht nur sich breit macht und die Wildtiere eigentlich für einen Haufen Leute fast keinen Platz mehr haben.